Hallo Ben, ich freue mich sehr, dass wir uns getroffen haben für dieses kurze Gespräch. Ich habe eine Reihe auf YouTube gestartet anlässlich 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, wo ich auf der Suche bin, was bedeutet jüdische Identität? Deshalb, weil ich ganz oft diese Frage in Interviews gestellt bekomme und nicht so richtig weiß, was ich darauf antworten soll. Du bist in Israel geboren, bist als Kind aber schon nach Deutschland gezogen mit deiner Familie. Wie ist es für dich? Wie definierst du deine jüdische Identität? Ich gehe davon aus, dass du auch ähnlich wie ich nicht religiös lebst. Also, ich bin aufgewachsen in einer sehr säkularen Familie, wo die Großeltern schon nicht mal mehr die Schabbatkerzen angezündet haben, auf beiden Seiten. Aber heute tatsächlich zelebriere ich mit meiner Familie, seit meine Frau halt auch zum Judentum übergetreten ist und wir uns gefragt haben, was wollen wir denn eigentlich verändern, würde ich sagen, leben wir religiöser, als meine Großeltern es je getan haben. Das heißt, wir zünden die Schabbatkerzen auf jeden Fall an. Meine Frau backt selber die Challah. Ich segne Brot und Wein und auch alle anderen jüdischen Feiertage begehen wir irgendwie, sage ich mal. Ja, also wir halten sie schon so lebendig und wach. Viel mehr, als es damals in meiner Familie vielleicht der Fall war, wo es nur diese vier großen Feiertage von mir aus gab. Ja, also Rosh Hashanah, Yom Kippur, Chanukka und natürlich Pessach. Und mal vielleicht das ein oder andere noch dazwischen, aber Purim zum Beispiel, klar, ne, weil man sich gern verkleidet, aber insgesamt so präsent war das eigentlich nicht. Aber die jüdische Identität, das Jüdischsein, das war sehr präsent. Weil es nicht unbedingt nur damit zusammenhängt, ob man jetzt so groß religiös lebt. Wir wissen das vielleicht, aber viele wissen es ja nicht. Jude sein ist halt eben drei Dinge auf einmal, wie so ein Überraschungsei. Ja? Spaß, Spannung und Schokolade. Ja? Bei uns ist es halt Ethnie, Glaubensgemeinschaft und Ethnie, Glaubensgemeinschaft und Nation. Ja? Und das ist für viele so schwierig zu verstehen und viele wissen das halt gar nicht, aber für die meisten Juden, glaube ich, ist das alles schon sehr lange verinnerlicht. Und meine jüdische Identität, die Frage, was das für mich bedeutet, wie ich den Zugang dazu gefunden habe, ich habe irgendwann mal festgestellt, dass die Frage, was jüdische Identität ist, eine Frage war, wo viele Leute Bücher darüber geschrieben haben. Also es stand immer irgendwie im Raum, was ist eigentlich, was macht uns zu jüdisch? Was ist Jüdischkeit? Ja, und ich habe mich diese Frage auch einmal gestellt oder mehrmals und dann habe ich irgendwann mal einen Song geschrieben, der heißt Identität. Genauso wie dieses Thema. Und mein Weg, mich an diese Sache heranzunähern, an diese Frage, was für mich meine jüdische Identität bedeutet, war auf dem Weg, mir über die Namen meines Vaters und meines Großvaters Gedanken zu machen. Wie du weißt, bei uns Juden, Namen spielen eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und für mich als Songwriter und Rapper spielt zusätzlich zudem eine wichtige Rolle Reime. Wieso reimen sich auf bestimmte Dinge andere Dinge und ergeben insgesamt einen Kontext? Und bei dem Song Identität habe ich tatsächlich auf die Namensbedeutung meines Großvaters, meines Vaters und meinen drei Strophen geschrieben, die sich jeweils komplett auf den Namen reimen. Also bei Jonathan, Gottes Gabe, 16 Takte nur auf Gottes Gabe gereimt. Ben Salomo, Sohn des Friedens im Prinzip, ja, 16 Takte nur auf Sohn des Friedens gereimt. Und bei meinem Opa, Ben Arie, Sohn des Löwen, 16 Takte nur auf Sohn des Löwen gereimt. Aus Rapper-Perspektive, jeder, der Rapper ist, der weiß, man empfindet eine gewisse, also die Annäherung an die Bedeutung einer Sache oder eines Wortes anhand der Reime, als würde man in die Essenz vordringen. Ja, und mit diesem Song ist mir auf eine spirituelle, musikalische Art und Weise für mich persönlich ein Zugang zu meiner Identität gelungen. Ich war nämlich sehr überrascht, als sich zum Beispiel Dinge gereimt haben, wie Ben Arie bedeutet Sohn des Löwen, Judäas stolzer König, in meinen Adern fließt das Blut von Kämpfern und Kommandeuren. Es war mir alles nicht klar vorher, dass sich das reimen würde. Es überlebte Vertreibung, Pogrom und Hungersnöte. Selbst Auschwitz konnte mein Volk nicht töten. Das sind so, war mir überhaupt gar nicht bewusst, dass mich dieses eine Wort dahin bringen würde, ja, genauso wie bei den anderen Bedeutungen der Namen. Und als ich diesen Song fertig geschrieben habe und auch mit dem Intro und dem Outro, wo dann so Dinge vorkamen wie, ja,
Damals war ich erst 13, als kleiner Junge kam es mir vor, als würde ich am Fuße des Berges Sinai stehen, doch ich war nie ein Feigling, ich nahm all meinen Mut zusammen, als seine Stimme meinen Namen rief, ohne zu wissen, es führte mich an diesen Ma'amad Ar-Sinai. Ja, das, was uns zur Nation gemacht hat, dass wir sagen, aus der Pessach-Geschichte, wir kamen als verschiedene, nicht richtig zusammenhängende Stämme aus Ägypten raus und vor dem Berg Sinai, wo Moses laut der Überlieferung die Tora und die 10 Gebote uns gegeben hat, da wurden wir zur Nation. Das sind so alles Dinge, die mir überhaupt gar nicht klar waren, dass ich sie schreiben würde, als ich mich an diesem Beat mit diesem Thema herangesetzt habe. Auch, dass ich diesen Song Identität nennen würde. Das alles ist aus meinem Unterbewusstsein und aus meiner Intuition heraus entstanden. Und ich habe eine Sichtweise auf die Dinge, dass Intuition sozusagen transgenerationelle Erinnerung ist. Ja, und Spiritualität auch eine ganz große Rolle bei mir spielt. Und mit diesem Song habe ich auf jeden Fall für mich die Antwort gefunden. Ich glaube, jeder jüdische Mensch muss, glaube ich, für sich selber diese Frage beantworten. Deswegen kann man da auch jetzt nicht pauschal sagen, jüdische Identität ist das oder das oder das. Für mich, klar, ich habe eine jüdische Mutter, sie hatte eine jüdische Mutter und hatte eine jüdische Mutter und das geht schon Jahrhunderte und Jahrtausende so zurück. Das ist natürlich eine Sache, die mir die jüdische Identität gibt. Auf der anderen Seite habe ich meine Bar Mitzwa gemacht, obwohl meine Eltern säkular waren, war es denen voll wichtig, dass ich die Bar Mitzwa mache, war es ihnen wichtig, dass ich eine Beschneidung habe und das geht auch schon Jahrhunderte und Jahrtausende und so weiter, geht das alles zurück. Das ist so auf dieser ethnischen Ebene. Auf der geschichtlichen Ebene oder sagen wir erstmal zur religiösen Ebene kommend, ich bin ein Mensch, der an Gott glaubt. Für mich, wenn ich in die Natur schaue, dann sehe ich so viel Feinabstimmung, so viel Design, ja, dass ich Design geht für mich nicht ohne Creator, ja, ohne Designer. Ich sehe da so viel Design, für mich ist das kein Zufallsprodukt. Das heißt, ich habe halt auch einen Zugang zur jüdischen Spiritualität auf diese Art und Weise, die natürlich auch meine Identität prägt. Und kommen wir dann zur dritten Sache von, sagen wir mal, Nation, dann ist mir sehr bewusst, was die jüdische Geschichte ist und dass wir Juden eigentlich, wenn wir wirklich zum Kern zurückgehen, nicht wirklich, also wir können zwar sagen, ja, ich bin russischer Jude oder ich bin deutscher Jude oder ich, keine Ahnung, bin irakischer Jude, aber eigentlich sind wir Juden, weil unsere Ur-Ur-Urahnen kamen aus einer Region, die einstmals Judäa hieß, und von dort oftmals displaced wurden, vertrieben, versklavt, verschleppt und deswegen dann in der Diaspora meistens unter Zwang haben leben müssen und auch eine Neuansiedlung in dieser Region für viele, viele Jahrhunderte verboten gewesen ist. Also wir sind eigentlich wie so eine Art Middle Eastern Ureinwohner, die wegen imperialistischen Kräften von dort verschleppt, vertrieben, verjagt wurden und dann in anderen Regionen haben irgendwie überleben müssen und sie haben es geschafft, mit ihrer Tora, mit ihrer Schrift, mit ihren Bräuchen, mit ihrer Sprache, den, würde ich sagen, den Nukleus ihrer Kultur und ihrer Bräuche und ihrer Erinnerung und ihrer Nation über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende aufrechtzuerhalten, trotz ihrer weltweiten Zerstreuung. Das heißt, da wurde so viel Energie reingesteckt, um das alles aufrechtzuerhalten und keinen Millimeter davon abzuweichen. Und das ist halt auch eine Sache, die natürlich für mich als jemand, der Bar Mitzwa gemacht hat, der sich Ben Salomo genannt hat, auf Basis dieser Bar Mitzwa, weil ich mich mit 19 erinnerte plötzlich, oder 18, 19, dass ich da zur Tora gerufen wurde, das erste Mal, und dann sagt der Rabbiner Jonathan, Ben Shlomo, komm und lies aus der Tora. Und ich war total überrascht, Ben Shlomo, Papa, warum nennt er mich denn Ben Shlomo? Ich heiße doch Kalmanowitsch. Ja, du bist doch mein Sohn, sagt mein Papa, ich heiße doch Shlomo. Natürlich Ben heißt Sohn, du kannst auch Hebräisch. Und ich so, also das ist alles total in meiner Identität und in den unterschiedlichen Schichten dieser Identität, muss man auch sagen. Es ist alles sehr präsent. Ich bin zwar in Israel geboren worden, mit 3,5 Jahren bin ich mit meiner Familie nach Deutschland. Natürlich bin ich jedes Jahr nach Israel geflogen und habe meine Großeltern da besucht. Ich kann auch Hebräisch, Sprache, ein ganz großer Zugang auch zu Identität und Verwurzelung. Deswegen finde ich es sehr wichtig, dass man Hebräisch lernt. Vielleicht muss man es nicht perfekt können, aber ein bisschen, dass man es ein bisschen lernt, weil es einen Zugang zu unserer Identität darstellt. Ich glaube, dass tatsächlich da ein großer Unterschied ist zum Christentum, dass es eben dieses
wie du es genannt hast, das ist in den Genen seit Jahrtausenden drin. Vielleicht ist auch dieses Minderheitendasein. Das ist auf jeden Fall eine ganz andere Situation. Ein nichtgläubiger Jude bleibt trotzdem immer ein Jude und entkommt dem irgendwie gewissermaßen auch nicht. Was ich ganz interessant finde, ist, wir sind beide in sehr, sehr unterschiedlichen Musikszenen sehr offensiv mit unserem Judentum unterwegs. Du, selbstbewusst. Genau, du in der Hip-Hop-Szene, ich in der Klassik-Szene, und ich habe festgestellt, das ist ein großer Unterschied. Ich bin sehr selten Antisemitismus ausgesetzt, wobei das schon auch durchaus vorkommt, aber ich kann es wirklich so sagen, sehr selten. Und bei dir ging das so weit, dass du sogar 2018 ganz bewusst gesagt hast, du verlässt diese Szene. War das schon immer so, dass in der Hip-Hop-Szene dieser Antisemitismus präsent war? Oder würdest du sagen, es gab irgendwann einen Bruch? Also ich würde sagen, ich habe erst mit Rap und diesem ganzen Hip-Hop-Ding angefangen, weil es eigentlich anfänglich für mich ein sehr sicherer Hafen vor Antisemitismus gewesen ist. Ich bin ja mit antisemitischen Erfahrungen leider schon sehr früh in Kontakt gekommen. Also mein erstes antisemitisches Erlebnis hatte ich bereits mit 11 Jahren. Und nicht mit irgendjemandem Fremden, sondern wirklich mit meinem besten Freund, der dann aus heiterem Himmel mich gefragt hat, woher ich komme und was ich bin. Wir beide waren südländische Typen in Berlin-Schöneberg, multikulturell geprägter Bezirk in den 80er Jahren schon. Und als er das dann erfuhr, hat er mich am nächsten Tag mit einigen älteren Jungs zusammen angegriffen. Ja? Und dann noch, Yahudi und so, schlag den Juden und so. Also das war heftig für mich und ich musste mich wehren und ich habe Glück gehabt. Und das war, deswegen kann ich mich auch heute so krass an diese ganze Situation erinnern. Ich war halt wirklich so der Einzige, auch mit dem israelischen Hintergrund. Und ich hatte auch durch diesen israelischen Hintergrund einen etwas anderen, glaube ich, Zugang oder ein anderes Selbstverständnis zu meiner jüdischen Identität, die viel selbstbewusster war als beispielsweise von meinen russisch-jüdischen Freunden, die so dieses Jidma Chi Dalche Budisch, das bedeutet, Jude, schweig, du wirst weiterleben. Also diese Mentalität zu akzeptieren, nicht zuzugeben, dass man jüdisch ist, um einfach keine Probleme zu bekommen. Und für mich, als Mensch erster Klasse, der aus Israel kommt und da Hebräisch spricht und die israelische Fahne wehen sieht und Freiheit kennt und dann immer wieder auch nach dem Sommerferien nach Deutschland zurückzukommen und dann wieder so ein Mimikrie-Verhalten, so ein Unsichtbarkeits-Cape um mich rumzulegen, das war für mich, ich würde sagen, mental ein großes Problem. Ich hatte sehr große Schwierigkeiten, diese Freiheit an der Grenze zu Deutschland wieder abzulegen und in der Gegend, wo ich aufwuchs. Und so entschied ich mich irgendwann dazu, wenn mich einer fragt, ich laufe jetzt nicht überall rum, ich habe meinen Davidstern nicht getragen, weil meine Mutter sehr große Angst hatte. Aber ich habe mir gesagt, okay, wenn mich aber einer fragt, dann werde ich nicht lügen. Auch wenn es eventuell Probleme gibt, ich werde nicht lügen. Ich will zu mir selber stehen, weil ich mache nichts falsch. Ich bin nicht falsch. Also warum soll ich nicht dazu stehen? Und so habe ich viele Anfeindungen erlebt. Und Rap wurde irgendwann zu diesem sicheren Hafen, denn da habe ich in dieser Philosophie des Hip-Hop erfahren, dass es das erste Mal etwas gab, ähnlich wie beim Sport, wo es nicht darauf ankam, woher du kommst, was du bist, welche Nation, welche Religion, welche Hautfarbe, sondern nur darauf an, was du kannst. Also auf deinen Skill kam es an. Ob du gut reimst, ob du gut tanzt, ob du gut musizierst. Alle diese Elemente, die im Hip-Hop eine Rolle spielen, wenn du die gut kannst, kriegst du deine Anerkennung, kriegst du deinen Respekt, unabhängig von dem, was dein Background ist. Heißt aber nicht, dass du diesen Background verleugnen musst oder verstecken musst, sondern du kannst ihn featuren, aber das ist nicht das, worum es eigentlich geht. Und dann aber mit der Zeit, ich würde sagen, kurz nach, also ich habe ja angefangen 1997, 98, 2, 3 Jahre war es wirklich. Aber dann kurz nach dem 11. September 2001 kamen die ersten Narrative, die ich schon aus meiner Kindheit kannte. Die Juden sind alle reich, die Juden beherrschen die Medien. All diese uralten antisemitischen Verschwörungslegenden, so eine Narrative kamen langsam in die Rap-Szene mit hinein. Also bevor sie erstmal in der Musik auftauchten, tauchten sie so in Backstage-Bereichen auf oder in irgendwelchen Gesprächen. Und da halt auch zu dieser Zeit natürlich auch immer mehr, so wie ich, bin ja auch Migrant, Migranten so Rap für sich entdeckt haben, Deutschrap für sich entdeckt haben, weil vorher war so auf Deutsch zu rappen blamabel, ja, die Leute haben eher auf Englisch gerappt, wenn man das auf Deutsch gemacht hat, galt das total als peinlich, aber peu à peu wurde das halt auch irgendwie entdeckt und solche Narrative drangen dann immer mehr rein und ich musste immer mehr mich erklären und ich muss wirklich sagen, seit 2003, 2004 ungefähr,
ging das los. Ich hatte dann ein krasses Erlebnis 2006, da war ich beim 1. Mai in Berlin. Ich war nicht bekannt zu der Zeit, deswegen stand ich nicht auf dem Flyer, aber mein Kollegen, der stand da auf dem Flyer, ich hatte mit ihm ein Feature, bin auf die Bühne gegangen und direkt nach uns ist ein Rapper aufgetreten namens Desodog. Und dieser Desodog, der ist ja später als Salafist zum Islamischen Staat gegangen, 2011 hat sich dort an Verbrechen beteiligt. Bevor er überhaupt was gerappt hat, holte er aus seinem Rucksack eine Fahne der Hisbollah raus, hielt sie ins Publikum und diese 1500 Leute, die da vor dieser Hip-Hop-Rap-Bühne standen, statt zu buhen, weil das eine Fahne einer Terrororganisation ist, haben die gejubelt und einen frenetischen Applaus gemacht. Das war für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis und das erste Mal habe ich gemerkt, hier ist Antisemitismus / über Islamismus mehrheitsfähig geworden. Und mit der Zeit kamen immer mehr solche Narrative auch in Songs zum Ausdruck, in der Bildsprache zum Ausdruck. Ich spürte hinter den Kulissen immer mehr dieses Klima, dass man mit mir als Juden und Israeli nicht so gerne zu tun haben wollte. Und das war dann 2006 das erste Mal, dass ich eigentlich einen stillen Rückzug aus der Rap-Szene vollzogen habe für 4 Jahre. Und dann kam ich 2010 wieder rein, habe meine Show Rap am Mittwoch gestartet, war 8 Jahre damit sehr, sehr erfolgreich. Aber diese ganzen Tendenzen wurden immer mehr und immer mehr, immer mehr. Und dann, weil ich plötzlich erfolgreich wurde und eine Person, die man kennt, wurde ich auch zur Projektionsfläche für diese ganzen antisemitischen Narrative. Leute schrieben online richtige Hetzkampagnen bei Facebook. Rap am Mittwoch geht da nicht mehr hin, das ist eine Judenveranstaltung. Oder Ben Salomo, der beutet ja nur die Rap-Szene aus. Und das wurde immer mehr und irgendwann sogar so, dass ich in meinem engsten Kreis, auch so von Weggefährten, kann ich echt sagen, Leute hatte, die mit Antisemiten, die zum Beispiel den Holocaust relativieren oder in Frage stellen, auf irgendeine Art und Weise befreundet war. Und ich dann sage, wie kannst du mit dem befreundet sein? Wie kann der bei deinem Geburtstag sein, wo du mich einlädst? Ja, Antisemitismus, das ist so ein großes Wort. Ich weiß nicht genau, als würde das inflationär verwendet werden, ja. Und so musste ich 2018 diesen Protestrückzug machen. Und dann habe ich dieses Buch geschrieben und seitdem arbeite ich in der Antisemitismusprävention, halte Vorträge und versuche zu erklären, was Antisemitismus überhaupt ist. Und du bist quasi aus der Musik komplett ausgestiegen, oder? Du machst schon noch Musik, weil du hast zum Beispiel einen Titelsong gemacht zu den 700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Genau, also als Beispiel, ich bin jemand, der einfach Musik oder Rappen, Songs schreiben, das ist halt Teil meines seelischen Ausdrucks. Damit aufzuhören, wie mich zu verstümmeln, das wäre eine Form von Amputation. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Was ich gemacht habe, ist mich von der Szene, die, sage ich mal, industriemäßig und, sage ich mal, als Tauschbörse damit sozusagen involviert ist groß. Von dieser habe ich mich sozusagen erstmal abgespalten und abgetrennt. Und Musik würde ich sehr gerne, sehr, sehr gerne viel professioneller und viel mehr machen. Aber das ist ein großes Privileg, denn um Musik zu machen, um gut Musik zu machen, musst du halt einfach auch ein gewisses Produktionslevel aufrechterhalten, du musst Zeit haben, du musst halt auch ein Budget haben, um Videos zum Beispiel und so weiter zu machen, ein Label haben, Strukturen haben, das habe ich halt leider alles gar nicht, denn meine Musik ist auch wirklich nun mal nicht Mainstream. Ich habe mich irgendwann dazu entschieden, über die Dinge zu rappen und zu sprechen, die mich sehr bewegen und ich glaube auch viele jüdische Perspektiven sehr bewegen. Aber wir sind gerade mal 200.000 Leute hier in diesem Land und die Mehrheitsgesellschaft ist, leider muss ich sagen, was jüdische Perspektiven angeht, sehr ignorant. Und deswegen müsste schon ein kleines Wunder passieren, dass meine Songs viele, viele, viele Views bekommen, bis sie dann irgendwie in diesen YouTube-Trends landen. Also man sieht es anhand meines allerletzten Songs, Djeduschka. Ja, obwohl es der offizielle Song dieses Festjahres ist, hat er gerade mal nach 4-5 Monaten ein wenig etwas mehr als 50.000 Views. Das ist wirklich für Rap und für diese Musikrichtung wirklich gar nichts. Und vor allen Dingen für die Bekanntheit, die ich habe, ist eigentlich total wenig. Ich möchte jetzt einen scharfen U-Turn machen, zurück zum Anfang. Ich beende diese Gespräche immer mit einer Frage, die ich ganz bescheuert finde. Ich werde das ganz oft gefragt und die stelle ich dir jetzt. Was ist das, was du am Judentum besonders magst? Gibt es etwas, was
was dich am Judentum besonders fasziniert oder was du besonders liebst? Ja, was ich besonders am Judentum mag, ist die Erlaubnis, nicht nur die Erlaubnis, die man kann sagen, die Verpflichtung, Fragen zu stellen. Die Verpflichtung, Fragen zu stellen, zu hinterfragen, zu diskutieren, zu streiten, aus der Box herauszudenken. Wir streiten, wir diskutieren, wir sind laut, und wir schaffen es aber trotzdem dann auch irgendwann wieder so diesen Gang runterzuschalten und das alles, was auch manchmal gesagt wurde, nicht persönlich zu nehmen. Und das ist halt zum Beispiel etwas total Jüdisches, und schon im Talmud ist das ein Bestandteil davon. Ja? Zwei Juden, die miteinander diskutieren, aus jeder Perspektive wird versucht, irgendwie ein Argument herauszuarbeiten, diese Debattenkultur. Ja, das finde ich etwas, was ich sehr gut finde, und ich habe aber auch die Erfahrung gemacht in Deutschland, oftmals in meinen Freundeskreisen, wenn ich so mit den Leuten, denen ich aufgewachsen bin, dass es nicht unbedingt etwas ist, was in jeder Kultur so gut funktioniert. Dann heißt es dann, der diskutiert so gerne. Der ist immer mit Jonny gibt es immer Diskussionen. Ja, nur wenn ich eine andere Ansicht habe, ja, dann werde ich doch nicht schweigen. Dann werde ich was dazu sagen. Und wenn deine Argumente schlechter sind, dann dein Ausweg zu sagen, er diskutiert so gerne, ist ja nicht, du kannst mich ja überzeugen. Ich bin offen für deine Argumente, ja, wenn du welche hast. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr spannend finde im Judentum, dass es erlaubt ist. Auch zum Beispiel beim Thema Gott, dass es dann nicht so dogmatisch ist, dass man dazu wirklich angehalten wird, diese Dinge zu hinterfragen, und dass es nicht darauf ankommt, blind zu glauben, sondern mit Argumenten und Logik zu erkennen, dass es eine gewisse Wahrheit gibt dahinter. Und das finde ich sehr, sehr spannend, hat mich schon immer fasziniert. Das finde ich sehr schön. Das ist auch ein sehr gutes Argument. Ich streite sehr gerne mit meiner Mutter und sie schimpft immer, wie laut ich bin. Jetzt werde ich ja sagen, ich muss so laut sein, weil ich bin Jude. Danke dir. Laut ist noch eine andere Sache, ja. zumindest streitfähig, ohne sich danach nicht mehr die Hand geben zu können. Ja, sondern zu einem Streit gehört auch, dass man laut wird. Und danach sich aber dann auch verzeiht. Aber man erst man, recht mit der jüdischen Mama. Erst recht mit der jüdischen Mama. Genau, eben. Man muss schon laut werden dürfen. Danke dir, Ben, für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Ich habe wieder viele neue Aspekte über jüdische Identität gelernt. Danke dir. Vielen Dank. Danke für die Gelegenheit.